Hallo und willkommen bei der Superkotzburg. Mein Name ist Mats und heute mit einem etwas anderen Video. Ich möchte euch nämlich ein kleines Indie-Spiel vorstellen, das mir nicht zugeschickt wurde, aber auf das ich aufmerksam gemacht wurde von einem der Hauptentwickler von Simon. Der hat mich angeschrieben und meinte, hier, das könnte dich vielleicht bzw. euch vielleicht interessieren bei der Superkotzburg. Series Makers ist nämlich ein Spielchen, in dem man seine eigenen Fernsehserien, Fernsehproduktionen erstellen kann und die vermarkten kann und damit hat man viel Spaß. Und ich liebe ja so kleine Micromanaging-Spiele. Mad Games Tycoon ist sowas, was ich ja mit Basti sehr, sehr viel gespielt habe. Und deswegen war ich hier natürlich erstmal sehr interessiert, weil es gibt nicht so viel, was mir bekannt ist, was so in diesem Bereich spielt. Also Erstellen von Filmen, Serien, ja, so seit The Movies ist da irgendwie nicht so viel. Deswegen war ich da sehr interessiert. Zu eurer Information noch, ich habe mir das Spiel dann gekauft, habe also kein Key oder so gekriegt. Das gab es zum Einführungspreis für 3,60 Euro. Jetzt kostet das, glaube ich, 6 Euro. Und ob das sein Geld wert ist, das müsst ihr selber entscheiden für euch. Ich möchte mit diesem Video, wie gesagt, primär euch das zeigen und zum anderen aber auch ein bisschen Feedback geben. Weil es gibt so ein paar Punkte, die ich ansprechen möchte. Und bevor ich das jetzt hier nur auf Papier tue, dachte ich, kann ich euch doch auch gleich hier ein kleines Video produzieren. Wie gesagt, 22. Februar ist das rausgekommen und auch um das schon mal klar zu sagen, es ist im Zuge von Game Dev Tycoon so ein bisschen entstanden. Das sagen sie auch selber, also es ist nicht so, dass hier versucht wird, das Rad neu zu erfinden, sondern die haben sich das Grundgerüst von Game Dev Tycoon genommen und haben das so ein bisschen versucht auf die Serienproduktion umzubasteln. Entsprechend fängt es auch sehr ähnlich an. Wir können hier unseren Studiumnamen festlegen. Superkreuz Serien ist ein griffiger Name. Dann haben wir hier den Mats. Wir können hier unser Geschlecht einstellen. Ja, leider sehen wir uns immer nur so ein bisschen von hinten. Und wir können uns eine hervorragende Haarfarbe geben und auch eine hervorragende Hautfarbe. Und natürlich eine Senfhose. So viel Zeit muss sein. Wer schon mal Game Dev gespielt hat, der wird sich hier sehr, sehr schnell zu Hause fühlen, denn es ist von der Steuerung sehr, sehr ähnlich. Das heißt, man klickt irgendwo hin und hat hier dieses Menü und wenn man auf die Figur klickt, kommt man zu diesem Menü. An der Stelle kann ich schon gleich sagen, der hätte ein kleines Tutorial mir geholfen, weil ich habe Game Dev tatsächlich erst hier nachgespielt, um mal so ein bisschen vergleichen zu können. Sprich, ich war ganz am Anfang, als ich hier angefangen habe, ein bisschen überfordert, weil ich nicht wusste, aha, kommt das jetzt nur, wenn ich dahin klicke oder was passiert, wenn ich hierhin klicke? Das musste ich also erstmal verstehen. Ihr seht hier, bei der Figur haben wir schon Attribute, wir haben Level und Training und wir haben hier die Forschungsmöglichkeiten, komme ich gleich zu. Es gibt hier nämlich ein kleines Tutorial. Das heißt, wir fangen einfach mal ganz dreist an, direkt mit unserer Serienproduktion. Das funktioniert ähnlich wie bei Game Dev oder auch Mad Games. Heißt, wir haben hier Settings, Themen, Ausstrahlungsort und den Namen. Für mich war es immer so, dass ich natürlich erstmal immer gucken wollte, okay, was produziere ich jetzt und dann den Namen erst gegeben habe. Das ist ein Problem, komme ich aber gleich zu, weil dann ich auch vergessen habe, den Namen einzutragen und dann steht einfach Serie XX und das kann man nachträglich nicht mehr ändern. Das hat mich immer so ein bisschen geärgert, ist aber eher mein Problem. Diese Themen sind am Anfang immer so ein bisschen zufällig generiert. Ich würde mal direkt mit Aliens und dem Weltall-Setting anfangen. Es kommen noch ein paar Settings dazu, allerdings nicht ganz so viele. Bei den Themen ist das ein bisschen was anderes, die können wir nicht erforschen. Dann Auswahl, Ausstrahlungsort finde ich ganz pfiffig, dass wir am Anfang so ein bisschen die Familie haben. Das kostet zwar nichts, denen diese Filme zu zeigen, sind aber entsprechend auch eher wenig Leute. Im Freundeskreis das rumzureichen, kostet dann 250 Geld. Warum auch immer, aber wir erreichen da immer tendenziell 400 Leute. Vielleicht ist das dann irgendwie YouTube oder sowas, keine Ahnung. Wir machen das aber mal direkt. Und dann ist es im Weltall. Ach so, sehr gut. Im Weltall ist es dunkel. Das wird ein sehr, sehr guter Film. Dann fangen wir mal an. Hier sehen wir jetzt das Tutorial und das sind so ein paar Punkte. Es gibt noch so ein paar kleine Bugs, aber grundsätzlich muss ich sagen, läuft das Spiel super. Ich hatte jetzt in meinen zahlreichen Stunden, die ich hier schon rein versenkt habe, keinerlei Abstürze oder so Game-Breaking-Bugs überhaupt nicht. Es sind im Maximalfall, im schlimmsten Fall sind es halt solche Dinge. Dass also hier diese Highlight-Box nicht so wirklich über den Punkten liegt oder ja, sowas in dem Bereich. Also das ist so das Schlimmste, was ich bisher hatte. Kommen wir mal zum Inhaltlichen. Hier sehen wir nämlich die vier wichtigsten Attribute, die für unsere Serienproduktion wichtig sind. Dann haben wir die Kamera, also visuelles, dann haben wir den Sound,
Dann Stil, wo ich nicht so ganz sicher bin, was damit gemeint ist, ob das jetzt eine Ausstattungsfrage ist. Ja, das ist ein bisschen sehr vage gehalten. Und dann haben wir die Handlung, also das Drehbuch. Da unten haben wir dann Forschungspunkte, unseren Bekanntheitsgrad, hier Fame und dann die Anzahl der darin enthaltenen Fehler. An dem Punkt kann man gleich nochmal so ein bisschen über die Herkunft Game Dev sprechen. Da sind das natürlich Bugs, weil bei Game Dev werden Spiele, also ja, Programme entwickelt. Und da ergibt das natürlich mehr Sinn, wenn Bugs oder Fehler im Programmcode sind. Hier Fehler bei einer Serienproduktion, finde ich, ist sehr allgemein gehalten und greift für mich irgendwie nicht so richtig, bricht da so ein bisschen raus. Kommen wir aber gleich nochmal zu. Dann haben wir hier oben Geld und unsere Fans. Unsere Fans bedeuten, so kenne ich das zumindest, je mehr Fans wir haben, desto mehr sichere Zuschauer haben wir bei einer Produktion. Das ist jetzt erstmal so die Interpretation, die ich habe. Sehr schön finde ich übrigens, dass wir hier am Anfang, während wir noch in diesem Netflix-Uni-Bereich laut offizieller Presseinformation übrigens sind, dass wir dann noch immer 25 Geld, Taschengeld überwiesen bekommen, um uns damit über Wasser zu halten. So, jetzt kommen wir zur Drehbuchproduktion. Die unterteilt sich hier in drei Bereiche: Action, Humor, Komplexität. Bei Weltall Aliens, ne, ist klar, brauchen Action, wenig Humor und es darf ruhig ein bisschen komplex sein. Ich finde, Komplexität bricht so ein bisschen bei diesen dreien raus. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das vielleicht eher umgestalten würde oder wie ich das eher nennen würde. Aber ja, es schließt sich vielleicht so ein bisschen. So, dann lassen wir das erstmal so und dann geht's weiter. Jetzt wird quasi das Drehbuch geschrieben. Und jetzt wäre der Punkt, an dem eigentlich gedreht werden müsste. Hier wählen wir jetzt einen Protagonisten oder eine Protagonistin aus. Und hier sind wieder unsere drei Werte. Ich hätte sie einfach auch, glaube ich, also weil hier ist es jetzt nicht Action, sondern hier ist es Mut. Und dann haben wir hier Humor und hier die Intelligenz. Ja, es natürlich entsprechen die, ne, dem Action-Humor und Komplexität. Hat mich im ersten Moment so ein bisschen irritiert. Hier möchten wir jetzt natürlich jemanden, der da gut drauf passt. Und Piper passt da hervorragend. So, jetzt wird quasi gedreht, wenn ich das richtig verstehe. Und dann sind wir schon fertig. Wenn Fehler auftreten während der Produktion, kann man das natürlich jetzt ein bisschen weiterlaufen lassen und dann würden die noch rausgearbeitet werden. Wir schließen mal ab. Und bekommen jetzt erstmal unsere Erfahrungspunkte, die wir jetzt während dieser Produktion uns erarbeitet haben. Hier sehen wir die Multiplikatoren, sprich wir sollten hin und wieder mal die Protagonisten wechseln, neues Setting ausprobieren. Zum Tech-Kit kommen wir gleich. Hier, Protagonist hat wunderbar gepasst und wir kriegen also hier entsprechende Erfahrungspunkte. Wir veröffentlichen das Ganze dann, können jetzt hier unserem Protagonisten bzw. unserer Protagonistin in diesem Fall noch Punkte zuweisen. Machen wir hier so einen kleinen Action-Star draus. Gibt es nochmal ein kleines Tutorial und jetzt wird dieser Film gleich veröffentlicht. Das ist auch bekannt. Ich muss immer so ein bisschen drüber schmunzeln, wenn sowas passiert. David Hein. Also wir haben übrigens unsere vier, die bleiben immer gleich. Vom Sebastian Stange, Jochen Gebauer, André Peschke, ne? Sind bekannt. Bei David Hein muss ich immer so ein bisschen lachen, weil immer David Hein heißt nicht David. Weil wenn man nur David sagt, weiß irgendwie offenbar keiner, wer er ist. Und wenn man David Hein sagt, dann weiß man, aha, David Hein. Ich warte nur auf den Tag, wo einer mal fragt, wie ist eigentlich der Nachname von David Hein? So, das ist jetzt hier also mittelgut weggekommen. Der Regisseur Mats war fehlerhaft, sagt David. Danke, David, das finde ich toll. Und hier sehen wir die Kombination Welt der Aliens war phänomenal. Da haben wir schon mal einen Indiz. Genau, jetzt kommen wir nämlich zum Serienreport, den wir erstellen können. Nach jeder Produktion können wir uns quasi einen Bericht abholen, wo wir dann feststellen, okay, hat das Genre gepasst, wie war die Kombination? Das hilft uns natürlich. Rechts sehen wir jetzt also hier, wie der Film dann abgeht in unserem Freundeskreis. Und wir kriegen dafür auch noch Geld und zwar gar nicht so wenig. Weltall Aliens, natürlich eine perfekte Kombination. Das ist eine Sache, die kann ich an der Stelle auch nochmal sagen. Diese Kombination von Themen und Settings, die funktionieren in der Regel ganz gut. Was so ein bisschen, also man muss sich das und kann sich das so ein bisschen erarbeiten. Ja? Dass Drachen und Mittelalter besser passen als Drachen und Historie oder Farm. Das sind so Geschichten, was ich ein bisschen schade finde. Man kann später auch mehrere Themen, also ich glaube maximal zwei zusammen wählen, dass ich keine Scrub-Serie machen kann. Weil mir dann das Spiel sagt, Krankenhaus und Sitcom, das geht auf gar keinen Fall. Also es geht schon, aber es wird bemängelt dann in der Endbewertung, dass das nicht so eine gute Kombination ist oder die Story entsprechend nicht so gut ist. Das sind dann halt so die Grenzen des Systems.
So, also hier geht's dann weiter. Der Film läuft jetzt. Wir würden jetzt in die nächste Serienproduktion gehen, beziehungsweise würde man jetzt natürlich erstmal vielleicht sich ins Training begeben. Dann würden unsere Werte steigen. Oder wir können in die Forschung gehen und hier quasi neue Themen erforschen. Und ich würde jetzt mal eben den Speicherstand wechseln. Wir gehen mal auf einen etwas späteren Speicherort. Gehen wir den hier zum Beispiel. Ja, 5. Hier sehen wir, jetzt sind wir schon umgezogen. Hier bin ich auch eine fesche Dame. Und ich habe hier den Hacker Peter. Ist mein Hackerfilm übrigens. ja, möchte ich kurz sagen. Also wir sehen, wir können hier Leute einstellen. Ich würde aber ganz kurz erstmal die Forschung angucken, weil da kommen einige Sachen dazu, die wir erforschen können. Hier würde ich jetzt nämlich gleich mal den Sprung machen in unser Tech-Kit. Wir können hier Technologie-Kits erstellen. Das ist also quasi unsere Grafik-Engine bei den anderen Vertretern und können dann hier sagen, okay, ich möchte hier gerne Qualitätssound und Simple-Sound drin haben. Warum auch immer. In diesem Fall würde man wahrscheinlich dann sagen, okay, ich möchte eher Qualität statt Simple haben und dann in die lineare Story noch dazu. Und dann würde uns dieses Kit 30.000 kosten und dann könnten wir das bei den Filmen benutzen und entsprechend noch auswählen. Wo wir gerade bei der Forschung sind, was mich nämlich ein bisschen irritiert hat, obwohl das lässt sich hier jetzt weniger gut zeigen, mache ich dann gleich. Eine Sache, die ich aber dann jetzt machen möchte, kurz behandeln möchte. Wenn ich, also hier, das große Ding ist halt, wenn ich mir den Pressetext von Series Makers mir durchlese und in der Beschreibung, ich zitiere, der erste Satz ist: Möchtest du dein eigenes Game of Thrones kreieren? Kein Problem. Mit Series Makers kannst du deine eigenen TV-Serien produzieren. Und ich habe hier oben die Serienproduktion. Und ich glaube, ihr wisst schon, worauf ich hinaus möchte. Wenn ich jetzt eben hier mir die Themen auswähle, können wir mal Postapokalypse machen und Stadt. Und ich nenne es nicht The Walking Dead, sondern einfach die Totenwackler ist, glaube ich, die adäquate Übersetzung. Hier sehen wir es übrigens schon, ne? Durch den Serienbericht weiß ich schon, okay, Stadt und Postapokalypse, Top-Kombination, passt. Kann ich mir hier einen schönen Sender auswählen, Netflix beispielsweise, ne, mit einer relativ hohen Zuschauerzahl, dann den Regisseur, dann besagtes Kit und die Projektgröße und das dann produziere. Für mich, nach meiner Definition, ist das keine Serienproduktion, sondern ich produziere hier einen Film. Und das klingt jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen nach Mimimi. Aber dadurch, dass da so Wert drauf gelegt wird, dass das eben die Produktion einer Serie ist und das Spiel heißt Series Makers und mir wird das so versprochen, dann finde ich das einfach ein bisschen schwierig, wenn es so offensichtlich, für mich sehr offensichtlich, keine Serienproduktion ist, sondern einfach eine Filmproduktion. Und da möchte ich gleich mal überleiten in den nächsten Punkt. Diese Herkunft vom Game Dev und auch diesen System, ich finde, die bringt so ein bisschen das Problem mit, dass die tatsächliche Filmproduktion sehr minimalistisch ist, also extrem minimalistisch. Ich hatte ja vorhin gesagt, okay, hier wird jetzt wohl das Drehbuch dann entwickelt und dann wird gedreht und dann ist es fertig. So funktioniert ja ein Film nicht. Also jetzt ganz, ganz, ganz grob ja, aber da gibt es ja so viel mehr, was man gerade in so einer Art von Spiel, finde ich, sehr, sehr gut umsetzen könnte. Sprich, also die Drehbuchproduktion, okay, in welche Richtung soll denn das Drehbuch gehen? Wie viel Wert wird auf was gelegt? Wie viel Drehzeit habe ich? Wie viele Drehtage möchte ich denn zur Verfügung stellen? Wie viel Wert möchte ich dann, keine Ahnung, auf die Umgebung legen? Also sprich, möchte ich viel Geld ins Catering investieren oder möchte ich originale Drehorte haben oder möchte ich im Studio drehen? Mit wie vielen Leuten möchte ich drehen? Welche Technik möchte ich nutzen? Könnte man auch noch deutlich ausbauen, komme ich gleich nochmal zu, wo da so meine kleinen Problemchen sind. Also die Produktion selber eines Films oder einer Serie, ja, das ist ja nochmal ein anderes Thema, finde ich. Eine Serienproduktion ist ja nochmal ein anderes, wirklich eine andere Klasse als eine Filmproduktion. Da gibt es so viele Möglichkeiten, die Produktion interessant und auch näher an der Originalmaterie zu gestalten als das hier. Das finde ich ein bisschen sehr schade, ehrlich gesagt. Weil da wird, finde ich, viel verschenkt und es ergibt für mich keinen Sinn. Ich möchte jetzt nicht sagen, das liegt daran, dass ich hier der große Filmproduktionskenner bin und Videoproduktionskenner und bla bla bla, sondern es ist für mich sehr offensichtlich einfach nur Icons ändern und die Beschreibung ändern und dasselbe System wie bei Game Dev draufzulegen.
klingt jetzt wahrscheinlich böser, als es gemeint ist, aber das würde sich ja nach ändern lassen, vom Gefühl her, indem man vielleicht das System einfach ein bisschen umstellt. Wie gesagt, keine Ahnung, bin ich technisch jetzt nicht drin, aber um das Ganze mehr an eine Film- oder Serienproduktion, ja, das ist dann, wie gesagt, so ein anderes Thema, weil hier werden keine Serien produziert, ich produziere hier Filme, auf eine Art. Da müsste man ran und das müsste man, finde ich, ein bisschen deutlicher herausarbeiten und da den Fokus ein bisschen mitlegen. Keine Ahnung, ob das gewünscht ist oder ob das gewollt ist oder ob das passiert. Ich habe in dem Pressetext jetzt nur lesen können, dass da nochmal die TV-Sender-Implementierung geplant ist, komme ich aber später nochmal zu. Also das ist, glaube ich, einer meiner größten Kritikpunkte, dass das, was mir versprochen wird, hier einfach nicht stattfindet. Wie schlimm das jetzt für einen selber ist, das muss jetzt jeder für sich entscheiden. Ich war aber tatsächlich ein bisschen sehr irritiert, als ich das dann so realisiert habe. Jetzt können wir nochmal kurz gucken. Die toten Wackler, da interessiert mich jetzt doch noch, was dabei rumkommt. Ich hoffe, David kann das ein bisschen mehr wertschätzen. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. So, nochmal wieder die Spannung. Das ist übrigens eine Sache, die kann ich an der Stelle direkt mal sagen. Oh, ja, guck. Ach, David Hein. Die Kombination statt Postapokalypse war fantastisch. Handlung war toll. Die Regisseurin Mats war auch super. Ach, ihr, ich liebe euch. Diese Art von, sagen wir mal, ja, Kritik oder Endbild für mein Produkt, das hat bei Mad Game schon wunderbar funktioniert. Das liebe ich sehr. Das hat bei mir auch immer so eine kleine Spannung erzeugt. Und ich habe mich immer gefreut, wenn ich da einen kleinen Hit oder so gelandet habe. Weil man dann ja doch gleich an den Zahlen sehen wird, dass das ganz gut funktioniert, ganz gut angeguckt wird. So, zum Thema Mitarbeiter kann ich vielleicht kurz noch sagen, dass auch das jetzt nicht so spektakulär funktioniert. Ich glaube, man kann sich, glaube ich, sehr schnell denken, wie das funktioniert. Wir können hier quasi Leute anstellen, die dann eben Experten im Bereich Kameraton, Stil oder Drehbuch dann eben sind. Wir können die später auch noch umschulen, müssen ein bisschen darauf achten, dass die auch ihren Urlaub nehmen und so weiter und so fort. Also das ist, funktioniert. Und macht euch durchaus Spaß. Und ich möchte jetzt dann mal in meinen fast finalen Spielstand gehen. Das ist, glaube ich, der, wo ich am weitesten bin. Und hier sehen wir jetzt schon, okay, es sind nochmal ein paar Leute dazugekommen. Und es sind nicht nur Möglichkeiten dazugekommen. Also neue Themen und neue Techniken dazugekommen. Zum Technologie-Kit möchte ich gleich kommen. Sondern hier oben seht ihr, sind diese Räume, die ich bauen kann. Oder erstellen kann. Mitarbeiterstudio ist zum Beispiel wichtig dafür, wenn ich meine Mitarbeiter umschulen möchte, kann ich das machen, da brauche ich aber das für. Bei den anderen habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz Ahnung. Ich glaube, die verbessern eben entsprechend hier dann eben die Drehbücher. Greenscreen ist vielleicht dann Stil und hier oben haben wir nochmal Forschungscenter. Vielleicht kriege ich da mehr Forschungspunkte. Ich weiß es nicht so ganz, weil auch da das Tutorial habe ich entweder nicht so richtig mitgekriegt oder das ist ein bisschen sehr basic. Hier an der Stelle möchte ich jetzt nochmal mein Technologie-Kit präsentieren, beziehungsweise die Möglichkeit, jetzt so eins zu erstellen. Da möchte ich vielleicht nur darauf hinweisen, dass ich mit so Begriffen wie Professional Camera oder Blockbuster Camera oder Multi-Camera und Single Camera irgendwie nicht so richtig viel anfangen kann. Full HD, 4K, 3D, alles okay. Dass ich dann aber hier 3D und 3D-Kamera auswählen kann. Es erschließt sich für mich nicht so richtig. Brauche ich denn, wenn ich nicht ein Produkt in 3D habe, auch eine 3D-Kamera? Oder ist das dann quasi das konvertierte 3D? Oder, ne? Also hier hätte ich vielleicht einfach mich ein bisschen mehr an der Realität orientiert. Am Anfang arbeitet man vielleicht eher mit einem Camcorder. Oder wenn das tatsächlich in der heutigen Zeit anfängt, würde man ja vielleicht tatsächlich mit einem Handy drehen. Und entsprechend das vielleicht auch auf dem Handy bearbeiten. Dann wäre der nächste Schritt, sich vielleicht eine richtige Kamera zu kaufen, ein richtiges Schnittprogramm, Schnitt-PC, einen zweiten Monitor, einen Color Corrector, also solche Geschichten. Da vielleicht das Ganze ein bisschen mehr an der Realität verankern. Das fände ich irgendwie sexier oder irgendwie nachvollziehbarer. Ansonsten, klar, funktioniert das, dass ich dann eben hier mein Technologie-Kit zusammensuche und dann eben sage, okay, ich möchte Surround-Sound haben, ich möchte Orchester haben und ein bisschen Soundtrack haben. Das sind so die Geschichten. Beim Drehbuch bin ich ein bisschen irritiert, weil ich glaube, man kann sogar eine lineare Story und eine interaktive Story alles zusammenwürfeln. Ich weiß nicht, ob das dann den Film besser oder schlechter macht. Wir können es aber nochmal ausprobieren.
Weil hier kann ich jetzt auch nochmal die Theorie euch belegen. Wenn ich jetzt eine Sitcom in einem Krankenhaus haben möchte und die nenne ich jetzt mal Scrubs 2, weil ich sehr kreativ bin und das ist Setting wäre dann Schule. Hier seht ihr übrigens, ne, das sind alle, die ich bisher habe, da kommt nicht so viel dazu. Machen wir ab 12 und wir machen mal hier eine Y-Zone, also das wird hier ein Riesending. Dann wählen wir mal unser Latest Tech Kit aus. Natürlich macht hier Mats die beste Regie. Trotz der harten Kritik in seinen jungen Jahren. So, dann gehen wir jetzt mal hier in die Produktion. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Und dann sehen wir, ne, klar, jeder fügt dazu, was dazu kommt. Mein letzter Punkt, den ich anführen möchte, und das ist ein positiver Punkt, ist, dass ich immer was zu tun hatte, immer was zu erforschen hatte. Es kommt immer was dazu über das gesamte Spiel. Ich glaube, selbst jetzt an diesem Spielstand kommen noch Dinge hinzu. Also kann immer noch Sachen zusätzlich erforschen und immer noch ein Kit weiterbauen. Das, finde ich, ist gut gemacht. Ich habe also nicht das Gefühl, nach einer halben Stunde irgendwie alles zu sehen und gesehen zu haben und dann kommt die Routine. Klar ist das ein Stück weit so, weil ich am Ende die gesamte Zeit eigentlich nur immer denselben Kram mache. Sprich, ne, hier, doch genau, kann ich zum Beispiel ein Drehbuch entwickeln, das sowohl eine lineare Geschichte als auch eine interaktive Story hat. Und Story-Twists. Also, ich bin mir nicht so richtig sicher, wie das funktioniert. Ich wähle einfach mal alles aus, weil das ist das Teuerste. Das ist irgendwie so meine Herangehensweise, weil eigentlich würde ich jetzt hier sagen, auch Autor-Assistent? Verstehe ich nicht. Jetzt, wo ich das so lese. Vielleicht bin ich aber auch gerade blöd, keine Ahnung. Also, ne? Das sind so Sachen, wo ich mir als jemand, der so ein bisschen was damit zu tun hat, wünschen würde, dass das eher ein bisschen mehr mit der Realität zu tun hat. Da ist, ich glaube, Potenzial verschenkt. Hier übrigens jetzt, ne, sehen wir, okay, das ist so ein Urlaubshinweis, den müssen wir jetzt mal im Urlaub schicken. Dann füllt sich der Balken wieder auf. Und ja, so kann man sich wunderbar ein bisschen die Zeit vertreiben mit diesem Spiel. Und das, wie gesagt, hat mir auch Spaß gemacht. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, ein ganz gutes Kompliment. Ich hatte in der Zwischenzeit auch Metro hier liegen, habe dann aber lieber das hier gespielt, weil mich das interessiert hat, was hier so gemacht wird. So, jetzt habe ich nicht aufgepasst, weil wir jetzt, ich glaube, Humor war wichtig, ne? Und auch hier Protagonisten, hier kann ich einen Cheap-Character einbauen, einen Sidekick, einen Running-Gag und einen Charisma-Boost. Eigentlich würde ich ja keinen Cheap-Character. Könnte natürlich aber inhaltliche Story-Geschichte sein. Also es ist für mich, glaube ich, einfach nicht so erkenntlich und ich weiß nicht, woran das liegt. Ob das jetzt so nur bei mir so ist oder ob euch, wenn da jemand das gespielt hat von euch, das ähnlich ist. Oder vielleicht, ne, ist es ja auch, hat das ja auch seine Gründe, dass das eben genauso ist, weil vielleicht Leute, die nicht so viel damit zu tun haben, überhaupt nicht das einordnen könnten. Das war einfach nur so mein Gedankengang. Das verwirrt mich einfach sehr und da kann ich mir nicht so richtig herleiten, wie das funktioniert. So, wir warten nochmal ganz kurz ab, bis hier Scrubs 2 fertig ist und dann möchte ich noch auf eine Sache hinauskommen, die ich ganz interessant finde. Hier können wir jetzt quasi nochmal auswählen, aber das ist Super TV, Curve TV, Smart TV, alles smart, alles super. Hier können wir in der internen Vorführung auch das, ich bin nicht ganz sicher, was das, also das verbessert nochmal die Werte, ist klar. Aber wieso kann ich denn bei einer internen Vorführung die Technologie nachändern? Das ist doch eigentlich, also viel zu spät dafür, das müsste doch eigentlich vorher passieren. So logisch gedacht bei mir. Vielleicht verstehe ich es auch einfach nicht. Vielleicht denke ich auch einfach viel zu viel drüber nach, aber das ist einfach, es ist so drin. Und wenn mir das einmal aufgefallen ist, dann ja, kriege ich das schwer wieder raus aus meinem Kopf. So, während hier die letzten Fehler beseitigt werden in diesem Film, was auch immer das für Fehler sind, möchte ich euch eine Sache zeigen, nämlich das Streaming. Das es eigentlich hier geben sollte, aber irgendwie gibt es das gerade nicht. Bin ich gerade doof? Das hier interessant. Also es ist übrigens noch Marketing, ne? Ich kann hier auch noch Werbung schalten. Das ist, soweit ich erfunden habe, das rausgefunden habe, aber immer auch nur bei meinen, bei den entsprechenden Produktionen. Und das taucht dann in den Erfahrungswerten auf. Aber ich bin gerade sehr irritiert, weil eigentlich müsste hier ein Punkt da sein, der Serien heißt.
Den gibt es jetzt gerade nicht mehr. Ich habe vorhin den Spielstand geladen, da war er noch da. Vielleicht habe ich aber auch Quatsch gemacht. Müssen wir gleich nochmal gucken. Falls jetzt also hier gleich ein Cut ist und wir in einen anderen Speicher standen, beziehungsweise ich will mal kurz hier nochmal gucken, Scrubs 2. Da möchte ich euch nämlich noch einmal... So, jetzt gibt es hier nochmal neue Forschung. Ich möchte euch nur nochmal zeigen, dass tatsächlich diese Geschichte mit den Themen nicht so richtig funktioniert. Hier, Multi-Theme ist immer da, wenn es halt mehr als eins ist, ne? Klar, und die großartige Kombo bezieht sich halt auf Krankenhaus und Stadt, werden wir gleich nochmal sehen. Ja, guck hier. Oh ne, das kann ich nicht sehen. So. Aber jetzt werden wir gleich sehen. Die Kritiken. Regisseur, Protagonist war toll, hat einen guten Job gemacht, die Handlung war klasse. Ha, super, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Ich hatte bei meinem vorigen Aufnahme, nehme das hier tatsächlich zum zweiten Mal auf, da hieß es dann eben, die Handlung war nicht gut. Aber ich glaube, das bezieht sich auch da. Ich keine Ahnung. Es ist für mich halt in einigen Bereichen einfach nicht so richtig nachvollziehbar, wann, was, wie funktioniert. Jetzt geht's streamen. Ach so, das ist während der Produktion tatsächlich. Ich kann das nicht auswählen während der Produktion, ich verstehe. So, weil dann möchte ich euch noch eine Sache zeigen. Ihr könnt hier nämlich eine eigene Streaming-Plattform aufmachen. Jetzt nennen wir die einfach mal hier die ForgeDX. Hauen mal richtig Marketing drauf und können dann Serien hinzufügen. Das ist quasi unser gesamter Pool aus allen Sachen, die wir produziert haben. Hier sind jetzt relativ wenig Sachen drin. Das liegt daran, dass ich hier schon mal eine Streaming-Plattform hatte und offensichtlich kann man seine Serien immer nur einer Streaming-Plattform zuweisen und wenn man die dann zumacht und neu aufmacht, sind quasi alle weg. Hier würde man dann jetzt eben Serien hinzufügen und bis zu 10 Stück, beziehungsweise muss man 10 Stück hinzufügen und das wird jetzt vorbereitet und dann würde sie irgendwann online sein und man kann die alle 25 Wochen aktualisieren und so die Abonnentenzahlen erhöhen und kriegt dann da relativ viel Kohle. Also wenn man das am Laufen hat, ist das schon eine gute Sache. So, statt Sitcom ist eine gute Kombination, aber wenn ich dann jetzt, achso, das geht jetzt nicht, weil ForgeDX läuft, deswegen kann ich euch das jetzt gerade nicht mehr zeigen. Ja, naja, gut, also, kann ich jetzt, glaube ich, auch nicht abbrechen. Deswegen füge ich hier mal einiges dazu. Aber im Kern ist es eigentlich das, was ich euch zeigen wollte. Und ich wollte so auch meine kleine Kritik äußern an dem Kernpunkt. Nämlich, dass es Series Maker so ein bisschen schwierig ist, wenn es wenig Serien sind, sondern eigentlich eher um Filmproduktion geht. Wie gesagt, es funktioniert aber gut, es hat mir auch Spaß gemacht. Wenn euch das interessiert, schaut mal bei Steam vorbei. Wie gesagt, 6 Euro ist jetzt auch nicht so eine riesige Investition, wenn ihr das unterstützen wollt. Ich glaube, da freuen die sich. Und lasst denen dann auch gerne mal Feedback. Da könnt ihr auch gerne so ein bisschen hier in den Kommentaren machen. Vielleicht widersprecht ihr mir ja da auch und sagt, ey, das ist klar, das ist Series, ne? Klar baust du da Serien, du Pfosten. Aber ich war einfach sehr irritiert. So, und in diesem Sinne, herzlichen Dank erstmal. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, habt ihr das schon getan, indem ihr dieses Video geguckt habt. Da freue ich mich sehr drüber. So, und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Mats. Ich habe euch alle lieb, ob ihr wollt oder nicht.